Dieses Spiel enthält Szenen, in denen Gewalt deutlich dargestellt wird. Und das ist gut so. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt Resident Evil 2. Das gute alte, hierzulande indizierte Spiel, aber das wird uns nicht großartig kümmern. Wir spielen natürlich die PS1 Version, eine andere Version davon gibt's nicht. Doch, es gibt auch noch eine GameCube Fassung. Aber nein, wir spielen das gute alte PlayStation 1 Teil. Das Spiel, das mich damals wirklich das Fürchten gelehrt hat, also dagegen ist Teil 1 ja ein Spaziergang. Teil 2 ist zusammen mit Code Veronica mein Lieblingsteil. Wir werden jetzt mit Leon A. beginnen und später dann Claire B. gleich im Anschluss machen. Und ich möchte jetzt keine Spielszenen sehen, denn die sehen wir jetzt gleich live, deswegen lass uns bitte... Resident Evil. Ich möchte auch nichts laden, ich habe nämlich nichts zum Laden. Ich spiele das Ganze über die PlayStation 3, ich hoffe, das wird keine Schwierigkeiten geben. So, aber immerhin ist die Memory Card schon mal richtig eingeschaltet, das ist schon mal gut, keine Memory Card benutzen, ich würde hier gerne raus und ein neues Spiel beginnen. Aber jetzt gehen wir in die Option. Gucken mal, ich glaube, wir lassen das einfach auf Typ A, das wird dann schon passen. Es ist das Nachfolgeprojekt von The Last of Us, das heißt, es wird es dreimal in der Woche geben. So 20 bis 30 Minuten, je nach Abschnitt. Okay, da haben wir auch zur Wahl. Ja, ich habe lange überlegt, soll ich wirklich normal nehmen? Das wird nicht so einfach, aber ich bin mal tapfer. Und in diesem Sinne, viel Spaß mit... Resident Evil. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special Stars immediately began investigation of the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of Stars members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. What have we got here? That guy's a maniac. Why'd he bite me? Done this.
What was that? What are these things? All right, that's far enough. Don't move! Don't move. No! What's up with that guy? That was a clean hit. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town. And the whole place went insane! The radio's out! You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Look out! Hang on! You okay? Still in one piece. Maniac's gonna ram us! I'll meet you there. Okay. Jo, Freunde, und damit geht's los bei diesem doch sehr genialen Intro, muss ich auch wirklich sagen. Also, Hut ab. Ihr müsst euch das wirklich für damalige Verhältnisse in Erinnerung rufen. Das sah so geil aus. Auf der PlayStation 1, da ist wirklich die Kinnlade runtergefallen, und zwar kilometerweit. Richtig stimmig, und ja, wie ihr seht, ich versuche hier keine Zombies zu machen, aber es gelingt nicht immer perfekt, leider. Also machen tue ich es auf keinen Fall, weil ich kenne das Spiel natürlich, ist No-Blind für mich, und ich weiß, da wo wir jetzt momentan rumlatschen, müssen wir nie wieder hin. Deswegen wäre das Munitionsverschwendung. Aber ob das so gut klappt, ich meine, ist auch schon länger her, wo ich es gespielt habe, naja, mal sehen. Free. Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Okay, dann sollten wir uns hier gemütlich machen. naja, weiß nicht, der wirkt ein bisschen seltsam, der Typ. Ich weiß nicht. But you should be safe inside here. I'm keeping a close eye on things. Okay, aber du bist nicht gebissen worden oder so, ne? Hoffe ich zumindest. Na gut, kaputt, aber nichts Wichtiges drin. Ja, also ich kenne das Spiel, wie gesagt, aber ich möchte natürlich nichts vorne weggreifen, schon allein wegen den wunderschönen Schreckmomenten. Und wir werden uns natürlich Zeit lassen. Wir machen ja eins bzw. zwei schöne Atmo-Durchgänge, wie ihr es von mir gewohnt seid, denn es ist ja nicht umsonst eins meiner Lieblings-Resident Evils.
Man sieht natürlich grafisch, ja, die Figuren, sie sehen ein bisschen sehr pixelig aus, aber naja, ihr gewöhnt euch schon wieder dran. Bei Resident Evil 1 hat es ja auch ganz gut geklappt. Und man muss echt sagen, es ist deutlich hübscher wie Resident Evil 1. Also in jederlei Hinsicht hat sich das Spiel weiterentwickelt. So, hier liegt Munition, denn wie im Vorgänger auch haben wir nur ein ziemlich begrenztes Inventar. Leon, der ist natürlich bekannt ist, er sieht ein bisschen seltsam aus, ich weiß, aber er ist auch noch jung. wir haben mit ihm ein Feuerzeug, das ist sein besonderes Item, sein besonderer Besitz kann man sagen, und er hat ein Messer. Ich hoffe, wir werden das Messer nie brauchen, denn in Schwierigkeitsgrad normal haben wir keinen Bonus von 100 Muni, wie bei leicht. Und wir kriegen auch keine Doppelpatronen, wir kriegen immer nur 15. Da müssen wir sparen. Und zwar ordentlich. Papiere datiert auf den 18. September. Sehen ziemlich unwichtig aus. Okay. Wow. Okay, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Wir könnten jetzt theoretisch wegrennen, aber ich will etwas haben. Und deswegen muss ich die Zombies hier leider machen. Ja, die kommen auch schon. Warte mal, wie war denn das? War das, wenn ich... Ich probiere mal eben was aus. Wenn ich raus noch mal reingehe, vielleicht sind die Zombies dann weg. war das nicht so mal da sowas? Oder verwechsel ich das gerade mit etwas? Ich muss mal gucken. Hoffentlich geht er jetzt auch noch mal rein. Ja. Naja, mehr als dass sie immer noch da sind, kann ja nicht passieren. Hört ihr was? Ich höre nichts, aber ich sehe was. Aber wenn da hinten jetzt nur einer steht, dann könnte ich vielleicht... Ach nee, komm, da schon... Nee, wenn du schon gelatscht kommst, weißt du... So, aber wie schön, dass die auf ein Schussgeräusch reagieren, ne? Könnte man meinen. Erst jetzt kommen sie langsam angelatscht. Okay, der eine Schuss ging daneben. Ja, da steht nochmal auf. Achtet mal darauf, wie die Zombies gekleidet sind, wie unterschiedlich die alle aussehen. Das muss man dem Spiel auch echt zugute halten. Das ist mal was ganz anderes wie beim Vorgänger, wo alle gleich aussahen. Also fast alle. So. Ja, wie oft wollt ihr noch aufstehen, hm? Denkt mal an meine Munition, Leute. Alter, und die fressen Kugeln. Das ist nimmer feierlich. Bist du tot? Da steht er nochmal auf. Wie viel hast du schon? Du hast doch bestimmt schon ein ganzes Magazin gefressen, Junge. Bleib jetzt liegen, bei deinen Kumpels. Der kriegt keine Lage, ne? Oder doch, ich glaub schon. Ich hoffe es einfach mal. Bist du tot? Nein, er ist nicht tot. Ey, du Fresssack, du Elendiger. So, ich wollte euch nur mal zeigen, was Leon mit Köpfen macht. Er matscht schön drauf. Und warum das Ganze? Weil wir uns diesen tollen Kerl nochmal angucken wollen. Er hat aufgehört zu atmen. Nein, natürlich nicht nur deswegen, sondern auch wegen dem Schrotgewehr. Ja. Da geht man doch gern nochmal zurück. Okay, trotz der zwei Bisse sind wir noch auf grün. Das ist gut, das ist gut. Das ist auch wichtig. Kaputt, aber nichts Wichtiges drin. Jetzt können wir uns hier nochmal ein bisschen umschauen. Waffen, Etuis und ähnliches Zeug. Ja, und ich werde übrigens, wie gesagt, nach diesem Durchgang dann gleich mit Claire B. starten. Warum mache ich das? Weil ich finde, dass sich die doch sehr unterschiedlich spielen. Diese beiden Charaktere mit unterschiedlichen Stories, die man beide erlebt haben sollte. Und vor allem der B-Durchgang ist dann nochmal anders. Zusätzlich. Und eigentlich mag ich die Kampagne, nenne ich es jetzt einfach mal, mit Claire mehr. Weil mich die Story und die Charaktere, die dort mitmachen, mehr interessieren. Aber gerade deswegen hebe ich es mir auf. Okay. Da schauen wir mal. Also ich versuche natürlich wenig Zombies zu machen. Bei so engen Gängen wird das natürlich nicht funktionieren. Da muss ich eventuell Ausnahmen machen. Okay, ihr könnt ja weiter noch ein bisschen Basketball spielen oder irgend so ein Blödsinn und ich gucke mich hier noch weiter um, okay? Fände ich super. Yay, welche Überraschung. Ah, ich finde das immer so toll mit den fixen Kameraperspektiven. Die machen nochmal zusätzlich so schön Spannung rein. Muni, noch was? Leider nicht, okay. Ich würde gerne mehr sehen, deswegen stellen wir uns mal dahin und... Dem muss ich
schießen da. Bleibt mir gar nichts anderes erspart. Okay. Ja, warum dieses Spiel hierzulande indiziert ist, das wird sich später noch verdeutlichen. Also es gibt da ein paar Szenen, da denke ich mir nur, boah. Für die damalige Zeit vor allem. Ich kann es fast nachvollziehen. Sehen wir dann. Genießen wir das schöne, rote und unzensierte Blut. Okay. Weil in Resi 3, ich weiß noch nicht, was ich da mache. Entweder spiele ich die englische, unzensierte Version oder ich tue mir die deutsche an, wo Blut wie Staub aussieht. Wo die Zombies dann wegflackern nach wenigen Sekunden ihres Ablebens, was dann natürlich sehr unspannend ist. Weil man natürlich sofort weiß, ja, jetzt ist er tot, der steht nicht mehr auf. Nee, ich glaube, da werde ich mir wirklich die englische Version antun. Ich habe da noch jemand gehört. Ja, was ist mit dir? Bist du der Türwärter hier? So, komm mal her. Das hat doch keinen Sinn mit uns beiden. So. Aber der steht bestimmt nochmal auf. 3 Schüssen, du willst mich wohl verkohlen. Yo, Kamerad. Jetzt aber. Ja. So, was habt ihr denn gespielt, Schönes? Liegt hier ein Heilungskraut rum? Ne, sieht leider nur so aus. In Wirklichkeit ist es einfach nur Müll. Da ist der Baseball. Yay, komm, wir spielen eine Runde, Leon. Tja, dein erster Tag. Scheiße gelaufen, würde ich sagen, ne? Gott, wenn der Kerl wüsste, was ihn noch alles erwartet in dieser Spielserie. Ich glaube, er wird sich sofort die Kugel geben. Na gut. So, ein bisschen in den Müllkram. Vielleicht finden wir da was. Ich hätte gerne mal sowas wie ein Heilungsspray oder so. Würde ich mich schon ein bisschen sicherer fühlen. Aber na gut. So, nun schauen wir mal. Ah, ich finde, also diese Hintergründe, diese vorgerenderten Hintergründe, die sehe ich so gerne. Denkt jetzt nur mal an Silent Hill 1. Wie unglaublich das auf der PlayStation 1 gealtert ist. Und das kann man sich immer noch angucken, finde ich. Richtig schick und detailliert das Ganze. Ja, schaut mal, wie den ganzen Graffiti sowas wäre. Zum Beispiel bei sowas könnte man in Silent Hill 1 nicht lesen. Das hätte sich zu Tode verpixelt. Ah, ich finde das richtig schön einfach. Also Resident Evil optisch. Hey, guck mal, eine Zombie-Frau. So, was ist auch neu, seit Teil 2? Sonst gab es nur die Burschen da. So, an der Spielmechanik hat sich gegenüber dem Vorgänger eigentlich überhaupt nichts verändert, wie ihr schon bemerkt. Das ist immer noch die schöne, klassische Panzersteuerung. So. Och, Mädel. Ist ja schön, wenn du mich magst, aber... So, und ihr wollt's auch nochmal wissen... Oh, das geht ins... Ich wollte doch eigentlich Muni sparen, ne? Leute, warte mal, ich renne jetzt einfach schnell vorbei. Ah, ne, da steht auf. Schnell, Leon, Leon, Leon. Schnell, schnell, schnell. Ah, da ist noch einer. Oh, ich renne ihn voll in die Arme, ey. Wie dumm ist das denn? Oh, ne, sowas sollte nicht passieren. Zumindest nicht so oft. Ich will noch ein bisschen Muni sparen. Ich muss hier nicht nochmal hin. Hier zum Beispiel. Hier will ich es jetzt mal schaffen, ohne was auszugeben. Oh, sind das lecker Geräusche. Hm, da kriegt man doch gleich Hunger. Ei. So, ihr könnt weiter fressen. Ich habe kein Problem damit. Esst einfach. Ich gehe währenddessen Bus fahren. Hui, hui. Okay. Bus ist auch anscheinend was los. Oh Mann. Ja, Munitionsknappheit gehört zum Spiel dazu. Umso spannender wird das Ganze. Mädchen? Mädchen dort. So, der nächste bitte. Oh, was bist du für ein Riese? Hättest du dich mal kämmen können. Weißt du, wie du aussiehst? Du stehst bestimmt nochmal auf. Natürlich. Ich kenne meine Leute doch. Ah! Komm schnell durch. Ist mir egal, aber... Schau dich mal das an hier, aber... Oh, mit der Musik, diese Musik. So gut. Hey, den Koffer könnten wir uns mal angucken. Kein Lebenszeichen. Hm, naja, Leon interessiert sich nicht für den Koffer. Okay.
Gut. Rennen wir mal der Meute davon. Zumindest probiere ich das. Oh Gott, sind das viele. Nein. Hat's nicht geklappt. Verdammt. Da ist noch einer. Scheiße. Leon hält sich schon. Nicht. Ist der noch da? Da, da, rein da. Eieiei. Ja, das ist der Preis, wenn man diese untoten Mistviecher nicht machen will. Aber Freunde, wir haben es geschafft. Da kommen die nicht durch. Hoffe ich zumindest. Schauen wir uns hier um. Ja, hier ist Pause. Wo ist mein Menü? Muss ich mir merken, auf Kreis. Okay, ich bin gelb. Aber ich finde es gut, dass er sich jetzt so hält. Da kann man eigentlich, kann man sich darauf immer schön verlassen. Ich will die Zombies hier machen, weil ich glaube, da hinten gibt es eine Heilung oder irgendwo. Irgendwas war hier. Ich will hier meine Ruhe haben, weil das gehört im Grunde ja auch schon zum Polizeirevier. Das ist nämlich, so viel sage ich euch schon mal vorneweg, das Polizeirevier, wo wir hin möchten, das ist unser Herrenhaus 2.0. Ich freue mich richtig drauf. Ich liebe dieses Polizeirevier. Es ist so groß und geil aufgebaut. Und so unheimlich. Und die Jumpscares, die da teilweise drin sind. Legendär, sage ich euch. Da werden wir richtig viel Spaß haben mit dem Spiel. Glaubt mir. So, hier war jetzt aber nichts, ne? Ja gut, egal. Wartet mal, ich gehe mal in die andere Richtung nochmal gucken. Weil ich sehe, da hinten kommt der Eingang des Reviers. Was war dann da? Mal hier rein. Okay. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass hier irgendein grünes Kraut oder so mal rumliegen könnte, aber dem ist leider nicht so. Aber hier haben wir grüne Kräuter. Das sind eigentlich noch mehr grüne Kräuter, ne? Aber nee, mehr nimmt er nicht mit. Ja, ich werde mir das grüne Kraut jetzt erstmal aufheben, denn auch hier in diesem Teil kann man natürlich mixen, was das Zeug hält. So, willst du hier vielleicht nochmal ein grünes mitnehmen? Leon, da ist ein ganzen Busch voll grüne Kräuter und du nimmst es nicht mit. Du bist ja noch neu im Geschäft, das wird alles noch, keine Angst. Kann man hier raus, theoretisch? Nein, ich will nicht raus, vergesst das. Ihr müsst draußen bleiben. Und ich gehe rein. Ja, schöner, auch klassischer Ladescreen auch mit den Türen, ne? So gehört sich das. Da sind wir! Freunde, da werden wir uns viele, viele Parts auch aufhalten. Ich freue mich schon. Wie ein kleines Kind freue ich mich. So. Als erstes, bevor wir hier großartig was machen können. Schauen wir uns mal erst die Mitte da an. Ein alter Brunnen. Da steht geschrieben, um die Schlüssel zu bekommen, der dein Herz öffnet, warte ich auf das wunderschöne Einhorn. Okay. Du meinst? Nee, bevor wir hier irgendwas machen können, gehen wir mal da rein. Zum einen Munition haben wir überhaupt nicht nötig, ne? Nee, brauchen wir gar nicht. Hey, da gibt's ja jetzt doch 30. Cool. Naja, vielleicht, keine Ahnung, als Starter-Set. So, und ja, auch ein Klassiker, der nicht fehlen darf. Das Fahrband. 2 pro Stück, das heißt, ich muss wirklich sparen. Wie gesagt, ich spiele das auf der PlayStation 3. Ich kann hier nicht rumsafe-staten oder sowas. Wollen Sie den Computer benutzen? Yo! Türschloss. Flurtüre. Locked. Nicht gut. The doors can be unlocked by a card key. Oh, und die haben wir nicht. Stimmt. Die haben wir noch nicht. Ja, absolut richtig. Tja, aber die werden wir vielleicht das nächste Mal bekommen. Jetzt werde ich es erstmal speichern. Wir werden das Fahrband benutzen, damit dieses ganze Dings von Anfang an erstmal gespeichert ist. Nochmal da durchrennen will ich bestimmt nicht. Ja, Freunde, Leon A., der erste Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über Feedback unglaublich freuen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns das nächste Mal bei Let's Play Resident Evil 2.